Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute 16 Uhr. Wir überraschen jetzt einfach Frank Fiegenschuh. Ich muss auch euch ehrlich sagen, ich habe auch gar keinen Plan, welches Auto wir fahren. Und wir picken uns einfach irgendeinen Schlüssel gleich raus. Bei Frank können es ja nur schöne Autos sein. Hier habe ich extra mitgenommen für Frankie, eingepackt. Hi, mein Lieber. Na, alles fit? Hi. Wie geht's dir? Alles gut. Schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Das ist der Frankie, ist Mr. Sylt auch im Fachjargon. Der meldet sich nie bei mir, wenn er in Hamburg ist. Ist Frankie 1 auch da? Ja. I just wanted to let you know that I miss you. Wo ist er denn? Frankie? Jetzt meine ganze Überraschung kaputt. Ey, wo ist der Junge? Wir sind live, das weißt du, ne? Ne, jetzt ohne Scherz, wir sind gerade live. Frankie! Frankie! Wo bist du denn, Mann? Wir sind gerade live hier. Alle. Wir sind live. Hi. Alles fit? Hi. Wie geht's dir? Alles gut? Komm mal ein bisschen näher, ich habe kein Corona mehr. Okay, wir haben ja aktuell Corona. Achso. Also ich muss da sagen, 80% Porsche, oder? Ja, nicht ganz. Hier vorne ja, aber wir sind, klar, aus der Historie, weißt du selber, ja, klar, Porsche-lastig. Klar, klar. Aber wir sind mittlerweile auch, was Ferraris betrifft, ganz gut aufgestellt. Genau, genau. Und genau. Ja, da haben wir jetzt mittlerweile auch einige Auswahl. Krass. Also das ist jetzt hier ein GTS, ne? Korrekt, ja. GTS in Grün. In Grün, ganz selten. Ein Python-Grün, ja. Wir sind ja nicht weit weg von Dortmund. Ein bisschen BVB-like, ne? Das könnte jetzt ein Auto von einem Spieler gewesen sein, genau. Der relativ extrovertiert ist, ja. Könnte. Ja. Das ist so, auf Frankie-Sprache ist es vielleicht, aber willst du uns nicht verraten? Nein, werde ich nicht verraten. Wird er nicht verraten. Dann haben wir hier schön Renault Alpine, Heckmittelmotor, ne? Genau, richtig. Wie sind die denn preislich jetzt? Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Der liegt bei Mitte 60. Okay. Aber ich finde, dass dieses Auto total unter Wert geschlagen wird. Mhm. Wir sind ja ein paar Mal mit dem Auto auch schon gefahren. Mhm. Das macht so viel Spaß, dieses Ding. Total leicht zu fahren, total agil. Mhm. Wiegt ja auch nicht viel, hat auch jetzt nicht so viel PS, aber braucht ja auch nicht dadurch, dass er relativ leicht ist. Aber wirklich für die Berge sowas, der perfekte Sportwagen. Geil. Ja. Würdet ihr eher den Alfa Romeo 4C oder den Renault Alpine holen? Ja, da sind die Meinungen verschieden. Hast du einen 4C da? Sie haben ja einen stehen. Ah, guck, ich wusste es nicht. Ja. Ich wusste es jetzt echt nicht. Also Frankie 1 Alpha, Frankie 2 Renault. Mein allererster Dreh mit dem Herrn Malmedy war ja der 4C. Echt? Als Zweiter. Okay. Da haben wir den verglichen. Matthias, damals waren wir noch Gegner in der Sendung. Da hat Matthias den als 4C bekommen und ich hatte den Ferrari 458 Spider. Und dann haben wir verglichen in Nizza. War richtig geil. Dann haben wir verglichen, wie viel Ferrari steckt hier drin? Weil hier ist ja schon Ex-Carbon-Monocoque, was nur 64 Kilo wiegt. Du kriegst hier extrem viel Sportwagen für und Fahrspaß auch für relativ wenig Geld in dem Segment. Das stimmt. Na? In die 70.000 bis 75.000 hast du einen schönen mega, Sportwagen. Mega. So, hier drunter sehe ich jetzt schon eine Ikone. Ja. Ich guck mal, hör mal. Was denkst du, was es da riecht ist? Schon, es riecht schon. Es riecht schon, weil da muss ich mal hinten gucken. BB. Fast. BBI. Mhm. Achso, okay. Mhm. Ja, okay. Ja. Oh Mann, ey, guck mal. Ja, jetzt haben wir mal Kleinig. Was? Okay. Was hier aus der Seite ist, Silber und dann mit Krebfarbenleder. Oh, das gibt's nicht so gut. Geil, ja, das stimmt. Auto, das 12.000 Kilometer gelaufen ist, aus erster Hand. 12.000 Kilometer erst. Mhm. Bieten wir zurzeit an, so um die 350.000 bis 400.000 Euro. Ja. Wie ist die Resonanz? Ja, es geht. Auktion. Also das Auktion ist ein Auktionsauto. Frankreich, da muss der hin, weißt das du? Das ist ein Auktionsauto. Oder irgendwo. Genau. Pass auf, was geil ist. Ja. Mal bitte. Ja, habe ich. So. Oh. Damals haben die das schon geil gelöst. Heutzutage, weißt du ja selber, als Ferrari-Experte musst du immer die Autos laden. Ja? Die müssen immer im Ladegerät sein. Stimmt. Und das ist von außen, ist ja, hast du ja ich sag mal, den Ladekontakt. Stimmt. Der ist ja hinter, in der Regel dann beim Kennzeichen. Stimmt. Den kannst du noch per Drehschalter ausmachen. Also Knochen, so ein Totschalter. Also, an sich richtig den gut. Den müssen wir mal zeigen. Wo ist denn das? So ein Totschalter.
habe ich hier mein 124er Cabrio auch drin. Genau. Nach links, dann ist wieder, kannst du starten. Genau. Aber stell dir mal vor, das würde Ferrari heute machen. Und du würdest das auch so einmal tot machen und wieder anmachen. Mhm. Dann hast du drin alle Karussells an, Airbag, ABS, alles. Ja, weil die Steuergeräte ja laufen müssen. Genau. Und so weiter. Der hat auch schon viel Elektrik für seine Zeit. Guck, ist das original? Ja, das sind die Original-Sets. Fühl mal das Leder, nach so vielen Jahren. Ich war jetzt ja in Paris auf der Auktion. Die fing an mit so Kleinigkeiten. Originalwerkzeug, so ein Werkzeug, wie nennt man das? Tasche. Mhm. Vom Ferrari. Von den 330 GTC. Mhm. Der ist bei 20.000 Euro. Wahnsinn. Versuch mal eine Reparaturanleitung von Ferrari. Ja, genau. Das ist ja original. Das ist eine Lederhose dazu. Ne? Ach, geil. Kannst Lederhose anziehen mit schwarzen Cowboystiefeln. Da ist alles dabei. Oh, original. Das ist echt krass, ja. Die ganzen alten Unterlagen, komm hier. Ja, das ist 100% ein Auktionsauto. So, außer Frage. Der ist übrigens auch zugelassen. Ne? Ja. So, ach so. Das Originalprospekt damals. Ja. Ne? Das Originalprospekt von dem Auto. Ne? Also ich glaube, das ist schon in Wahnsinn. In Sammlerhänden ist das schon ein kleines Vermögen wert. Wahnsinn. Und deswegen ist das so speziell eingepackt. Das Siegzertifikat. Mhm. Ja. Geil. Also ist alles dabei, was das Auto braucht. Mega. Ja, ein Klassik-Zertifikat ist halt die erste Frage bei so einem Auto. Ja. Das ist sozusagen ein Gutachten von Ferrari direkt ausgestellt für das Auto. Aber wie geil das gemacht ist. Ja, ich kann das mit der Fahrgestellnummer und so weiter, mit der Typbezeichnung. Ja. Das ist so hochwertig gemacht. Und da ist alles drauf, Motornummer, die Karosse wurde überprüft, Originalmotor, nicht Originalmotor, Erstlack, alles ist hier drin. Also ein Klassik, wenn du das jetzt nachträglich machen lässt, sind nur zwei Stützpunkte in Deutschland, die das machen können. Mhm. Also dauert 6 bis 8 Monate und kann bis zu 30.000 Euro kosten. Ein originales Auto aus der DTM. Ja. Echt? Das ist das Original-Rennauto von Bigazzi von Jacques Lafitte. Oh, geil. Also ich kenne den Fahrer jetzt nicht, weil ich DTM nicht so versiert bin, aber es ist schon geil. Ja. Und der wird verkauft oder was? Nein. Der ist eingelagert und der Besitzer ist ein guter Kumpel von mir. Mhm. Der hat uns den anlässlich zur Eröffnung, hier hingestellt. Fährt aber das Auto im Sommer auf Rennstrecken, hat da so sein Team. Mhm. Ne? Und ich sag mal, das ist noch so die alte, originale DTM-Klasse. Sehr schön. Letztens haben wir einen Dreh gehabt auf dem Flugplatz in Mendig. Ja. Die haben da 10 Stück von LKW runtergeladen. Mhm. Niegelnagelneue und dann haben sie die angefangen zu starten und dann sind sie damit die Runden gebaut. Also das ist schon krass. Da wurden ja 200 Stück von gebaut. Porsche wollte ja da eine Rennserie ins Leben rufen. Mhm. Hat jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber der hat noch nie eine Rennstrecke gesehen hier, der Wagen. Nee. Der soll so gehandelt werden jetzt. Der wird so verkauft, ja. Krass. Wo liegt sowas preislich? Was schätzt du denn? Boah, schwierig. Ist überhaupt nicht mein Metier. Aber das haben sie auf jeden Fall falsch, das haben sie echt schlecht beklebt. Alter. Ja, und der hat auch keinen Tankdeckel in Alu. Oh, guck mal hier. Kannst du nicht mal die Scheiben runterfahren? Was willst du mit so einem Auto? Genau, komm, Frankie, wir gehen. Das wird mir zu amateurhaft hier. Der Typ hat wirklich keine Ahnung. Aber ich würde sagen, 350? Komm, runter. Nein. Drüber. Ja. 500.000. 459.000. Ja, krass. Guck mal, noch nicht mal einen Tankdeckel hier. Ach so, hat er in der Mitte. Was hat er denn hier für ein Loch? Hier Kofferraum oder was? Bitte? Ja, da kommt das Beauty-Case. Genau. Und dann wird das auch schön gekühlt. Weißt du, das liegt da unten drin. Ja, genau. Und wird dann hier gekühlt. Weißt du, was geil ist? Das könnten wir jetzt bis morgen so machen. Aber wir gehen jetzt zum Tresor. Dann los. Komm, nach dir. Nein, schon wieder nach dir. Alter. Jetzt das ist schon geil. Was da so drin ist. Weißt du, was ich mache? Gespannt. Ich auch. Ich nehme einfach hier. Der fällt mir sofort auf. Ah. Also das sieht schon mal gut aus. Ja, gute Wahl. Sehr gute Wahl. So, jetzt gehen wir einfach in den Showroom und gucken mal, welcher aufgeht. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Der GT4 RS. Geil. So, vorbereitet ist er. Ich würde mal sagen,
Heute hätte ich auch Lotto spielen können. Der Lotto-Millionär kommt doch von hier. Chico. War der aus schon mal hier? Nein, aus der Dortmund-Nordstadt. Aber der hat hier drüben im PZ Dortmund hat der sein Turbo Auto S. Genau. Mhm. Ja. Und der hat auch einen Pisser gekauft für, was denn nicht, 600.000, 700.000 Euro. Der ist ja ziemlich froh drüber. Ja, war scheinbar ein guter Preis. Komm, fahren wir. Ich mach mal kurz hier Lift. Lift. Oh ja. Genau. Erstmal hast du Auszufahren gemacht, komm. Ja, genau. Oder hört man das, das hört man da drastisch. Warte mal, ich mach mal aus. Ja. Und jetzt? Ja, krass. Hammer, ne? Krass, ja. Boah! Alter, hört er sich geil an. Ja, schon heftig, ne? Schon wirklich heftig. Boah! Wahnsinn! Wahnsinn! Das hätte ich ja nicht erwartet. Hätte ich null erwartet. Null! Ja, das liegt natürlich auch, ich sag mal, ja, wie viel sind das? 40, 50 Zentimeter sitzen wir jetzt vor dem Motor. Ja. Also gefühlt hast du den ja hinterm Ohr. Alter Schwede, ist das krass. Schon gut, ne? Ja. Und das ist der kleinste Porsche. Ja. Ja. Ja, also, ja. Genau. Ja. 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 Ja, ist richtig. Also, aber ich sag mal, als GT4S Porsche. Ist es natürlich schon eine absolute Waffe, ne? Das, ja, das auf schon jeden so. Fall. Nein, ich meine auf Basis kleinste Porsche. Ja, genau. Ne? Ja, aber auch, also ich sag mal, die Fachleute sagen ja auch schon, das Mittelmotorkonzept, was er hat, ist das schon das Bessere, das deutlich Sportlichere vom Fahren her. Mhm. Deswegen macht die Entwicklung von diesem Auto schon absolut Sinn. Mhm. Aber natürlich muss dieses Auto eigentlich auf der Rennstrecke gefahren werden. Klar, klar. Ja, das ist ein absolut Track-Auto. Mhm. Das ist auch so ein Auto, was so die Beschleunigung von 150 auf 180, 190 extrem gut drauf hat, genau. Aber im Endgeschwindigkeit schon ein bisschen schwächelt. Das ja, erinnert, der ist mit 315 angegeben. Ja, klar, aber das erinnert, bis er aber 315 erreicht, von 280 bis 315 richtig. Braucht er ein da bisschen. Da ist ein bisschen Arbeit vor okay, dir, genau. Das stimmt. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen auch sein Bruder, sozusagen in der gleichen Liga, wie der 600 LT, McLaren. Mhm. Mhm. Das ist, den hatte ich ja ein Jahr, das war auch ein absolutes Track-Auto. Mhm. Von 150 beschleunigen, zwei Gänge runter und beschleunigen auf 200, 210, genial, aber dann wollte ich einer ärgern in Endgeschwindigkeit, da hast du so ab 270 gemerkt, Alter, komm, ja, das ja, ist ja. einfach so. Ja, das ist aber letzten Endes dann auch wieder so, wie es ausgelegt ist für die Rennstrecke. Ja. Rennstrecke brauchst du ja selten die finale Endgeschwindigkeit. Da ist, wie du sagst, da brauchst du zwischen, ich sag mal, 80, um aus einer Kurve raus zu beschleunigen, bis 200 oder was, da musst du halt einfach die Power haben. Ja. Okay, jetzt. Boah. Alter Schwede, ich bin echt überrascht, wie viel Emotion das Auto hat für ein GT4 RS. Und mir wurde zahlreich, also ich habe bestimmt zwei oder drei Mal das Auto angeboten bekommen. Mhm. Ich habe es gar nicht auf dem Radar gehabt. Ich habe einfach gesagt, nein, das ist, da bin ich raus, weil mir das zu speziell ist. Aber ich muss sagen, geil. Und ich liebe es, wenn Autos so einfach wie möglich gehalten sind. Hier auch meine Lüftung, ne? Alles sehr, ziemlich easy gehalten, aber trotzdem edel mit Alcantara. Und einfach setz dich rein. Also und wenn du mal wieder ein Porsche-Modell angeboten bekommst mit dem Kürzel RS oder so oder GT und du da keine Meinung zu hast, dann schick mir das Auto. Anrufen brauchst du nicht, schick mir einfach das Auto. Also der liegt jetzt bei 235.000. So ist was der ist an der Liste? 187.000. Ah, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Gut, die Frage ist halt natürlich, wie lange werden solche Autos noch gebaut? Ja, ja, klar. RS-Modelle von Porsche sind ja nicht limitiert. Mhm. Außer jetzt GT2 RS oder GT3 RS 4.0 aber oder so. Aber auch nicht auf Stückzahl. Aber auch nicht auf Stückzahl, genau. Ja, genau. Und die Frage ist halt immer, man weiß ja jetzt schon, der nächste Boxster Cayman ist elektrifiziert. Ja. Deswegen wird so ein Auto oder wird dieses Auto wahrscheinlich keinen Nachfolger haben. Von da ist das ein Mega-Invest. Mhm. Wir fahren zwar ein aktuelles Auto, aber trotzdem ist hier nicht alles voll digitalisiert. Ja. Das finde ich, ich find's mega cool, weil das Neue hat auch was. Ja. Also es ist zeitgemäß. Was ich bei Porsche richtig geil finde, ist, dass sie wenigstens ihr Drehzahlmesser noch analog gelassen haben in dem Sinne. Hat ja Ferrari auch inzwischen geändert. Alles digital. Aber jetzt gibt mir das schon so ein klassisches Gefühl.
Verstehst du das? Ja, schon klar. Das ist echt krass. Das ist ja letzten Endes das Markenzeichen. Also auch beim 992 oder sowas. Ja. Ist der Drehzahlmesser ja noch weitestgehend analog. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wie lange Porsche das noch macht. Also es gibt ja so gewisse Bereiche, die auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Porsche schafft es einfach immer über die ganzen Jahre hinweg, diesen Level der Begehrlichkeit so hoch zu halten, so hoch zu halten. Wenn du jetzt guckst, heute Morgen haben wir wieder zwei in der WhatsApp geschrieben, ey, guck mal, 911 ST. Das ist das nächste Auto, was über den Ether kommt. Ja? So, jetzt kam der Dakar, Sport Classic ist raus, da werden die Autos jetzt ausgeliefert, die ersten. Und jetzt warten sie alle auf den 911 ST. Siehst du da Potenzial bei den Sport Classic? Nein, du kannst mir alles anbieten. Ehrlich? Gib mir die alle. Echt jetzt? Gib mir die alle. Krass. So heftig. Ja, klar. Der hört sich richtig geil an. Nee, der hat keine. Der hört nicht bei 3000 auf. Ja, ich finde den Ding schon krasser. Was? Innen schon krasser. Aber außen ist er auch krass. Ja, das schon. Ja, du hast gesagt, außen ist er nicht so krass. Ja, nicht so krass wie innen. Nein, aber der ist krass. Und? Cool oder nicht? Alter, ich hätte nie gedacht, dass er so geil ist. Und eine Sache kann man machen und tun. Man kann Gold mögen oder nicht. Aber die Kombination Gold und Grau passt perfekt zusammen. Ja, perfekt. Heute, diesen Sonntag, war alles Freestyle. Es war nichts geplant. Es war nur einfach der Tag Mittwoch. Grob festgehalten. Vielen, vielen Dank, Frankie. Sehr gerne, dass ich dabei sein konnte. Danke, Frankie. Sehr gefreut. Dankeschön. Also, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Und lasst euch überraschen, wir haben ja noch was anderes vor, ne? Richtig. Ganz also, genau. Seht ihr demnächst. Ciao. Tschüss. Ciao. Gut. Ciao.